Eine neue Folge von Treffpunkt Kulinarisch ist fertig und ab Freitag im Programm von ErzTV zu sehen. Zu Gast bei Fernsehkoch Benjamin Unger ist diesmal Dr. Oliver Titzmann. Der Pädagoge ist Ortsvorsteher in Bad Schlema sowie dort auch seit vielen Jahren der Ortschronist. Unter anderem wird es um die Großereignisse gehen, die in Aue-Bad Schlema anstehen. Aber auch das Radwegenetz wird thematisiert. Für Radfahrer auf der Karlsroute oder dem Mulderadweg sind fehlende Abschnitte, wo man auf Straßen ausweichen muss, immer noch ein großes Ärgernis. Ein Lückenschluss steht auf absehbarer Zeit am Bahnhof Bad Schlema an. Etwas im Verborgenen wird hier eine alte Eisenbahnbrücke saniert, die selbst schon fast in Vergessenheit geraten war. Sie stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Bahnstrecke Richtung Zwickau gebaut wurde. Der Radweg führt hier immerhin über historisch wertvolles Gelände, nicht nur wegen der Landesgartenschau in 4 Jahren, bei der der Bahnhof eine große Rolle spielen wird, sondern auch, weil der Markus-Semmler-Stollen hier in die Mulde fließt. Der Semmler-Stollen gilt als Schlemaer Schicksalsbauwerk. In ihm wurden die starken Radonwässer gefunden, die Schlema weltberühmt machten. Kochen wird Benjamin Unger mit seinem Gast Oliver Titzmann natürlich auch. Das Hauptgericht wird aus Schweinefilet mit Kürbis und Gnocchis bestehen. Das Dessert ist eine Bärengrütze mit Mascarpone-Creme.